Szene letztlich geruhsame 4-0-Sieg, absolut souverän. Der FC Sion besiegt nach 3 unentschieden Folge wieder den Sieg, perfekten Samstagabend. Ja, kann man so sagen, tut gut, wieder die 3 Punkte vor allem daheim vor den Fans zu holen. Ja, wie du gesagt hast, die 3 Unentschieden sind sicher nicht. Es war sicher nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und darum war es sehr wichtig, dass wir ja heute gute Matches bekommen mit dem frühen Eisen und das Spiel in unsere Bahn lenken können. Es war sicher der ideale Spielverlauf. Eben frühes Goal, dann ohne die rote Karte, frühe numerische Überzahl. Und gleich mit diesen Vorteilen muss man sagen, IB hat einfach den Match von A bis Z und der Gegner von A bis Z im Griff gehabt. Also er hat kaum etwas zugelassen. Ja, ich glaube, wir haben so sehr seriös gespielt. Auch wenn wir 2-0 vor waren, auch wenn wir 3-0 vor waren, nach der Pause sehr, sehr gut wieder rausgekommen. Kaum etwas zugelassen. Die Konter geht wieder direkt unterbungen. Und darum ja, super Abend für uns. Wir haben das schon durch den Garderobe durchgetrottet. Ja, können wir sprechen auf die Vielzahl von Chancen? Wir hatten jetzt 3 Matches, wo man eben die 3 Punkte nicht mitnehmen konnte. Und irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es kommen ein wenig Chancen, man kommt ein wenig zwingend ins letzte Drittel rein. Heute ist das ganz und gar nicht der Fall. Also man hat heute so richtig die Gier auf das Goal gespürt, auch von der Bank nochmal die neuen Impulse, die sie kommen. So richtig die Lust an diesen gefährlichen Aktionen im letzten Drittel zu zwingen. Ist das bewusst auch thematisiert worden im Vorfeld? Ja, auf jeden Fall. Wir haben das angesprochen gehabt. Und wie du gesagt hast, im letzten Drittel hat es ein bisschen gefällt in letzter Zeit. Wir haben die Läufe vielleicht nicht mehr so konsequent durchgezogen. Also der letzte Pass war nicht so genau gewesen. An dem haben wir unter der Woche gearbeitet und ich glaube, wir haben es heute relativ gut umgesetzt. Wie hast du dich gefühlt auf dem Feld, auf dem 6. Mal wieder das Spiel gefordert gehabt? Du hast sehr ruhig agiert, ruhig gewirkt. Nach dem letzten immer einfachen Matchen, die du hast gehabt. Wie ist dir heute gelaufen? Wie bist du zufrieden mit der Leistung? Ja, durchaus positiv eigentlich. Ich glaube, es hat ja, mir auch ein bisschen Karte gespielt, dass wir viel den Ball hatten, dass wir ja, viel können zirkulieren, dass ich den Ball in den Füßen habe, den ich natürlich gerne habe. Und darum würde ich sagen, ist auch von meiner Seite ein gutes Spiel gewesen. 4-0-Sieg kurz vor dem IBE-Geburtstag, am Dienstag, 125-jähriger Geburtstag. Wie begeistert eigentlich Dienstag? Ja, sicher schauen, was da in den Medien so kommuniziert wird und dann das eine oder andere sicher teilen mit den Fans. Wunderbar, wir freuen uns. Noch viel mehr freuen wir uns natürlich auf das Geburtstagsspiel am Sonntag gegen Basel. Bis dann, gute Erholung und Hopp IB. Merci, Hopp IB. Merci.